Irgendwie gehört sie dazu und sie lässt uns in Ruhe. Es ist okay, wenn sie dabei ist. Wir können auch nicht die ganze Zeit zu zweit sein. Nein. Sie ist gerade noch in der Phase, wo sie sich loslöst von ihrem Ex-Freund, aber sie hängt noch ein bisschen an ihm und nicht schlimm. Hey, es ist nicht so, dass mir das noch was ausmacht, aber es hat schon verdammt wegen das ich meine, ich hätte das kommen sehen, dass er, weil er hat das ja auch schon bei seinen drei Ex-Freundinnen, die auch per SMS geschlossen haben. Ja, okay, das ist ja auch irgendwie, ich meine, der Typ verkauft Junkbonds an Rentner im Schwarzwald und fährt einen schwarzen BMW, irgendwie war das klar, oder? Nicht hilfreich, nicht hilfreich! Okay, dann, gut, dann versuche ich. Bestell mir doch Pizza, das ist Fernsehen mit deiner Schwester. Irgendwie gehört sie dazu und sie lässt uns in Ruhe. Es ist okay, wenn sie dabei ist. Wird schon auch nicht die ganze Zeit zu zweit sein. Nein, sie mag. Okay, hier ist die Stelle, wo ich widerwillig einen Publikumseinbeziehungsteil mache und Leute können mir ihre Serien oder Fernsehshows sagen, wie sie widerwillig mitschauen. Dann greife ich das auf und zerstöre diese Shows und Serien, um das zu erreichen, was Kulturtheoretiker Katharsis nennen. Ich zerstöre all die Dinge, die ihr hasst, euch zu gefallen. Eure innere Hygiene. Also gibt es irgendwas, was ihr mitschauen müsst? Ich glaube, vorletztes Mal hatten wir Grey's Anatomy. Letztes Mal hatten wir Shopping Queen. Das hat sich eine Frau gewünscht. Ein Freund guckt Shopping Queen. Das hat mich so stolz auf mein Publikum. Es ist auch cool, wenn Männer genervt sind, dass ihre Frau Sportshow gucken. Das denke ich mir, ja, ich bin mit diesen guten Menschen so vorne dabei. Wir sind eins, Brüder und Schwester, auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Also gibt es irgendwas, was ihr mit anschauen müsst, um des Friedens willen oder wegen eines vagen romantischen Konzepts namens Liebe und häuslichem Frieden? Was schaut ihr mit, aber mit zusammengekniffenen Zähnen? Let's dance! Sie mag Let's Dance, das ist nicht so mein Fall. Ist er nicht Bernd? Lustig, all diese C-Promis. Ja, es ist nicht so, wie du denkst. Wir gucken das ironisch. Oh, ihr guckt es ironisch. Egal, in welche Haltung man das guckt, es ist ätzende Scheiße. Wo trank ich doch den giftigen Schierlingsbecher mit einem Lächeln? War es dennoch Gift? Ja, du, natürlich fällt dir da wieder irgendein bescheuertes Zitat ein, Bernd. Toll, wie kommt das Geld? Das war kein Zitat, das habe ich mir gerade ausgedacht. Wie kommt es zur Originalität? Nein, das muss auch nicht sein, Bernd. Es geht nicht darum, originell zu sein. Es geht darum, Dinge zu wiederholen. Wie David Bowie sagt, es kommt nicht darauf, wer es als erster tut. Es kommt darauf an, wer es als zweiter tut, Bernd. Und eine wichtige Lektion hast du noch nie richtig begriffen. Und zwar hier in Deutschland kommt es darauf an, wer es als 37. tut. Raff das mal! Das stimmt, das ist mir eine wichtige Lektion. Kann ich das gleich leichter ertragen? Sekunde, Let's Dance ist aber nicht mit diesem Spanier, der Hola Chicas sagt. Doch. Doch. Oh, der verkauft doch Schuhe für Deichmann, richtig? Hua Lipa verkauft Pepe Jeans, habe ich rausgefunden.
wieso auch nicht? Es gibt sowas wie Indie-Rock nicht mehr. Es gibt nicht sowas mehr wie ausverkauft. Wenn man nicht ausverkauft, heißt das, dass da niemand ist, der einen ausbeuten will und dass man echt eine dumme Nuss ist. Das habe ich gelernt. Also, sie mag Let's Dance, das ist nicht so mein Fall, aber irgendwann schalten wir um ins All auf Deep Space Nine, doch können wir uns einigen, weil ich das sage. Jetzt haben wir 7 Stunden lang diese Show geguckt. Es hat mir viel länger vorgekommen als 7 Stunden. Ich habe nur 7 Stunden gesagt, damit es nicht so übertrieben klingt. Alter, niemand mag diese Standardtänze. Wieso ist es betrachtenswerter, wenn es irgendjemand ist, der nach 6 Monaten aus gute Zeiten, schlechte Zeiten rausgeschrieben wurde? Wieso ist das dann interessanter? Niemand guckt Standardtänze. Ja, weil man weiß ja nicht, wie die sich machen. Ob die sich, dann sieht man, wie das schwer ist, wie sie das proben und dann... Genau das ist nämlich... Das Problem mit deutscher Kultur, dass alle so stolz drauf sind, wie hart sie trainiert werden. Deshalb ist das alles so krampfig. Dann machen sie es genauso, wie sie es eingeübt hatten. Und das ist dann eine Jurywertung. Geht durch die Decke, die Wertung. Weil sie es genauso machen. Du guckst, wie sie es proben und dann machen sie es genauso. Und du so, oh, sie machen es genauso, wie wir es eben schon gesehen haben. Und das ist so, was ist das? Entertainment ist das nicht! Es ist die Hölle! Sprich's aus! Es ist die Scheißhölle! Fernsehen mit deiner Schwester, irgendwie gehört sie dazu und sie lässt uns in Ruhe, es ist okay, wenn sie dabei ist. Wir können nicht die ganze Zeit zu zweit sein, alle singen mit. Fernsehen mit deiner Schwester, irgendwie gehört sie dazu und sie lässt uns in Ruhe, es ist okay, wenn sie dabei ist. Wir können nicht die ganze Zeit zu zweit sein. Sehen, was war nötig damit? Wie wird meine psychotische Episode gerade wegkommen irgendwie? Und ich verspreche euch, wenn ihr mitsingt, dann gebe ich euch Beatles Kopfwackeln. Weil wir werden im Fernsehen mit deiner Schwester. Irgendwie gehört sie dazu und sie lässt uns los. Es ist okay, wenn sie dabei ist. Wir können nicht die ganze Zeit zu zweit sein. Wir sagen nein, komm schon, wir sagen nein, gar nicht. Und ich meine das ansatzweise so, ich war nie der Familientyp. Deine Schwester ist lieb und ich fühle mich ganz brüderlich, fast genauso wie unsere kleine Farbe. Ihr müsst bloß Blümchenkleider tragen und den Hang herabgetanzt und kommen. Dann wär's wie bei unsere kleine Farm. Ich würde zurückgehalten kommen vom Nordzaun reparieren und euch begrüßen mit meiner jovial patriarchalen, aber nicht bedrohlichen Art würde ich euch begrüßen mit Worten wie: Na, wie geht's meiner kleinen Rasselbande? Endlich bist du zurück, es waren 14 lange Tage. Jim Bob ist von einem Bären gefressen worden. Die Zyklen blutet aus den Augen, wir fürchten, sie hat die Ruhe.
Dann wäre es nämlich wirklich wie bei die historische unsere kleine Farm. Es war nämlich kein Zucker. Deshalb haben sie so viele Kinder gekriegt. Weil, naja. Und das wären schreckliche Neuigkeiten, aber ich würde sowas denken wie, hat ja keinen Zweck, wenn ich sie jetzt noch weiter runterziehe. Also würde ich darauf reagieren mit sowas wie... Oh! Naja. Vielleicht ein Herzwort. Naja, Kopf hoch, du hast ja noch 9 Geschwisterchen, ne? Jedenfalls wäre das Fernsehen mit deiner Schwester. Irgendwie gehört sie dazu und sie lässt uns in Ruhe. Ich war nie der Familientyp, doch deine Schwester ist lieb. Fast genauso wie bei unsere kleine Farm. Gemütlich und warm im Fernsehen mit deiner Schwester. Irgendwie gehört sie dazu und sie lässt uns in Ruhe. Es ist okay, wenn sie dabei ist, wir können nicht die ganze Zeit zu zweit sein, wenn wir Fernsehen mit deiner Schwester. Irgendwie gehört sie dazu und sie lässt uns in Ruhe. Es ist okay, wenn sie dabei ist, wir können auch nicht die ganze Zeit zu zweit sein. Auf der Couch. Zurück in die Küche entlang der Spuren im Linoleum. Die Küche ist gekachelt und schlecht und man ist dort ganz für sich. Oder nicht? Komm, super, Schatz, sie zeigen diesen guten auf Sofa, Liebling, sie zeigen gerade sehr guten Film. Und das muss man noch ausnutzen, das muss man mitnehmen, da muss man hinsehen. Also setz dich hin, sieh hin und versink. Komm zurück zu mir auf Sofa, Liebling. Erreichen sie, steht zwischen ihren zeitsparenden Geräten und hat ein Gefühl, als würde ihr nichts mehr davon gehören. Irgendwo geht es anderen schlechter, doch das ist längst kein Trost mehr. Es war bloß eine Ahnung, aber jetzt ist sie ganz sicher. Und sie schaut aus dem Fenster auf die Straße wie immer dort. Zwischen den Häusern etwas Böses kommt näher. Die Häuser verschwinden, die Autos zerplatzen und das Schreien beginnt. Und das Fenster verschwindet und die Apokalypse erreicht Bockhorst. Vielen Dank, hier sind eine Menge. Wir sind zweimal zweite Wahl. Wir sind ein unattraktives Paar. Denn sie wollte mich nicht. Und er wollte dich nicht. Vergib mir,
muss ich nicht erben. Ich hatte mehr Spaß mit ihr, doch ich durfte nie mit ihr schlafen. Darum schlaf ich mit dir. Das ist ja gar nicht so schlimm. Keine allzu große Qual. Doch lass uns realistisch bleiben. Wir sind zweimal zweite Wahl. Pfeifen oder Schnipsen? Oder beides? Nebenrolle, wir sind nicht einmal nominiert. Und ich bin nicht das, was du dir aussuchst. Ich bin das, was dir passiert. Oh. Und keine Rauschenfeste für uns. Keine Tabletts voller Kokain. Denn das ist nicht so unsere Welt. Das ist mehr so die Welt von ihr und ich, die beiden. Feiern in diesem Augenblick. Genau jetzt. Singen, tanzen am anderen Ende der Stadt. Währenddessen sitze ich hier mit dir unter dieser Stehlampe und man lernt zu schätzen, was man einander hat. Wir sind ein unattraktives Paar und du bist mir völlig egal. Auf eine angenehme Art. Herbst, drückst du so, hey, drückst du gegen mich. Wir kommen uns nicht ins Gehege und so. Das ist cool. Ich schätze, dass 95% aller Paare das nicht haben. Und immer wenn du das Gefühl hast, ich wäre zu kalt, zu lieblos, zu unaufmerksam, dann mach dir klar, dass ich aufmerksam sein könnte, auf eine nervige Art. Hey, wieso trägst du das jetzt und so, ne? Überhaupt nicht. Und so, hey Bernd, wie findest du das? Super. Das hast du zu einem anderen Teil auch gesagt. Ja. Weil ich dich liebe, Schatz. Egal, was für einen blöden Kickplünn du trägst. Ah, das ist so süß. Zweimal zweite Wahl. Wir sind ein unattraktives Paar. Und du bist mir völlig egal. Ich werde dir treu sein bis ans Grab. Wieso, was? Ich dachte, der wäre tot. Wieso? Nein, offensichtlich ist er nicht tot. Oder ist wieder geboren, weil wir in einer Geister-Serie gucken. Oder es ist eine Rückblende, wo er noch lebt. Meine Güte, weiß ich doch selbst nicht!
Das tust du alles nicht, weil du weißt, dass es ein Wespennest ist. Und deshalb kann man nicht behaupten, du wärst nicht lernfähig. Lass uns essen und dabei alles vergessen. Wir können auch etwas sprechen, es liegt ganz in unserem Ermessen. Lass uns essen den Braten vom Porzellan, den Wein aus dem Glas, den Salat aus der Schale, alles ist an seinem Platz. Und auch wir sind an unserem Platz, wenn wir essen und danach aufstehen, rausgehen, das Auto finden. Du hattest doch hier, nein, du hast einen Schlüssel, Auto fahren, irgendeinen Film sehen. Das sieht aber irgendwie doof aus, da nur Golden Globes gewonnen und keine Oscars. Irgendwie, lass uns den finnischen Schwarz-Weiß, lass den Kunstfilm runterziehen. Sehen, okay. Irgendwie reinkommen, wie hat er dir gefallen? Ja, super. Irgendwie reinkommen, du hast einen Schlüssel. Irgendwie nach oben kommen, irgendwie ins Bett kommen. Und dann endlich werden wir schlafen. Zuerst miteinander, danach mit uns selbst, tief und fest. Aber zuerst lass uns essen oder lass uns morgen Tennis spielen oder lass uns Squash spielen. Alle sagen Squash, aber ich möchte, dass ihr es fühlt. Lass uns Tennis spielen oder lass uns Squash. Nein, das war ironisch. Ja. Macht es nicht oder macht es, aber macht nie irgendwas ironisch, genauso gut könnt ihr euch Gliedmaßen abhacken. Lass uns Tennis spielen oder lass uns Squash. Nein, müssen wir dahinter. Lass uns Squash. Okay, noch eine Oktave tiefer. Lass uns Squash. Genau, Death Metal Squash. Lass uns Squash spielen. Bis wir die Erschöpfung spüren, damit wir nichts mehr spüren, denn das ist unser Leben. Wir müssen noch das getrennte Altglas zurückgeben. Zuerst lass uns essen. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Oh, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Oh. Okay, vielen Dank, dass ihr trotz der stickigen Luft so aufmerksam seid. Man muss auf die schlechteste Luft atmen, um die beste Musik zu hören. Islams von Eppendorf, Islams von Eppendorf, Islams von Eppendorf. Oh, in diesem Stadtteil geht alles klar, bis die Musik weg war und die Klamotten leben kamen. Schaut sie euch an, sie leben gebannt nach patrizischen Planen, Holzdielen, gefrästen Altbaupalästen von Stuck und Zierrad aus dem Antiquariat. Es wird verrückt, 5000 Miete im Monat ist ein Schnäppchen. Also schaut euch um mit Kampfer-Tothäppchen. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Oh, genau, beim ich denke dreimal die Spanzer. Müsst ihr auch nicht, ja? Ich weiß genau, was ihr denkt. Genauso ging es mir auch bei dem Take-That-Reunion-Konzert. Yeah, Hamburg, now you sing. Und ich dachte, ja, scheiße, Gary Barlow, ich habe 180 Euro für dieses Ticket ausgegeben. Sie singen für mich? Ich verstehe das, weil ich immer genauso war wie ihr, aber dann habe ich gelernt, dass es super viel Spaß macht, sich einzubringen. Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf, Islam ist von Eppendorf. Oh. Belästigt vom eigenen Golden Retriever. Gefestigten Barbour-Jacken-Kollektiven trotzen sie der Geschichte.
Sie trotzen den Kreuz. Der Range Rover ist vielleicht ein bisschen zu groß. Und er hat auch viele Macken, das kann man ruhig zugeben. Man muss es mögen, so ein Range Rover. Aber man kann schon sagen, in seiner Klasse ist er das spätste, ekligste Auto. Chapeau. Der Range-Rover ist vielleicht ein bisschen zu groß, doch es macht Spaß, ihn zu fahren. Und Liebling, wir haben ja noch ein paar Sprit-Sparen mit Zweitwagen. Das ist unmöglich, nicht herablassen, mit Verkäufern zu sprechen. Das ist unmöglich, nicht herablassen, mit Verkäufern zu sprechen. Das ist unmöglich, nicht herablassen, mit Verkäufern zu sprechen. Das ist genetisch. In den Slums von Attendorf. Lage verstehen, bis sie sich selbst wieder fühlen.